Ja, und wie bereits angekündigt, habe ich jetzt Janina Villers zu Gast im Studio und es geht um irreführende Werbeaussagen beim Fleischeinkauf im Supermarkt. Ja, hallo Frau Villers. Hallo. Die Verbraucherzentrale Niedersachsen kritisiert ja, dass einige Supermarktketten beim Thema Tierhaltung bewusst beschönigen, um den Kunden zuverlässige Informationen fehlen würden. Zunächst mal die Frage, welche Fleischsorten sind denn betroffen von diesen irreführenden Angaben? Grundsätzlich kann man sagen, dass das über alle Fleischprodukte zu finden ist. Wir haben nur bei wenigen Fleischprodukten, das ist häufig im Geflügelfleischsegment, nachvollziehbare Auslobungen oder Hinweise gefunden mit Blick auf die Tierhaltung. Und häufig bei Schweineprodukten oder bei Rindfleischprodukten fehlen diese. Also da wird quasi mit zum Beispiel Schweinen auf einer grünen Wiese geworben und gleichzeitig findet man dann eine Kennzeichnung mit der Stufe 1, auf der Stallhaltung steht. Das widerspricht sich total und ist aus unserer Sicht tatsächlich eine Verbrauchertäuschung. Welche Handelsketten wurden überprüft und gibt es einen Unterschied, ob es ein Discounter ist oder nicht? Wir haben bundesweit diesen Marktcheck gemacht und wir haben in allen Handelsketten uns die Fleischprodukte und auch die Fleischwerbung angeguckt und wir können nicht feststellen, dass es bei dem einen oder anderen mehr oder weniger gibt, sondern es ist einfach überall ein ähnliches Angebot. Wir haben sowohl nachvollziehbare Auslobungen in allen Handelsketten gefunden, als auch suggestive oder irreführende. Wie unterscheidet sich denn grundsätzlich eine Stallhaltung von einer Freilandhaltung und hat das am Ende eine große Auswirkung auf die Qualität des Fleisches? Das ist so pauschal leider nicht zu sagen. Wir haben, was die Fleischprodukte angeht, ja verschiedene Programme, Marken oder Label oder Kennzeichnungen und jede unterscheiden sich. Wenn wir von der Stallhaltung sprechen, wie wir sie auf vielen Produkten sehen, ist das meistens eine konventionelle Stallhaltung, so wie der gesetzliche Standard es vorschreibt. Und das sind eben die Mindestkriterien. Also da haben beispielsweise Schweine 0,75 Quadratmeter Platz, keinen Auslauf und sie leben auf Vollspaltenboden. Freilandhaltung oder etwas höherwertige Stufen schreiben dann vor, dass die Tiere, die Schweine in dem Fall mehr Platz haben, 50%, manchmal auch doppelt so viel Platz, wie gesetzlich vorgeschrieben, Stroh einstreut zum Wühlen, mehr Beschäftigungsmaterial und auch anderes Futter und auf jeden Fall Zugang zur Außenluft und Freiluft. Und wenn wir das Ganze jetzt betrachten, was fordern Sie konkret vom Handel? Grundsätzlich fordern wir, dass Fleisch, das nach dem gesetzlichen Standard, also den Mindestanforderungen genügt, nicht so beworben wird, dass der Verbraucher denkt, er kauft hier ein besonderes Fleisch oder Fleisch, das mehr Tierwohlkriterien erfüllt. Das ist nämlich nicht so. Und wir fordern, dass tatsächlich auch eine größere Auswahl für den Verbraucher da ist an Fleisch mit mehr Tierwohlkriterien. Derzeit ist ein ganz starker Angebotsschwerpunkt immer noch auf Fleisch, welches nach gesetzlichen Mindeststandard produziert ist. Und wir müssen einfach diese Auswahl ausweiten, damit der Verbraucher am Ende sich auch dafür entscheiden kann. Damit verbunden die Frage, was fordern Sie von der Politik? Ja, das ist die Politik läuft momentan so ein bisschen dem Handel hinterher. Sie plant ja eine staatliche Tierwohlkennzeichnung, die im nächsten Jahr vermutlich kommen wird. Diese Tierwohlkennzeichnung muss aus unserer Sicht deutlich über dem gesetzlichen Mindeststandard liegen, so wie es derzeit ist. Das heißt, sie muss also mehr Tierwohlkriterien erfüllen, auch für die Tiergesundheit mehr leisten. Und am Ende brauchen wir also eine klare Orientierung und eine Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit für den Verbraucher, dass er am Ende wirklich sehen kann, für welche Tierwohlkriterien bezahle ich am Ende im Markt mehr. Kommen wir schon zur letzten Frage. Ich bin passionierter Fleischesser. Worauf sollte ich denn jetzt achten, wenn ich im Supermarkt Fleisch einkaufen gehe? Also man darf sich nicht von irgendwelchen blumigen Werbebotschaften oder Bildern von Tieren auf grünenden Weiden ein bisschen täuschen lassen, sondern tatsächlich auch mal gucken, ist das nachvollziehbar. Das ist nicht so einfach. Es gibt bestimmte Label, die sehr vertrauenswürdig sind. Beispielsweise vom Deutschen Tierschutzbund gibt es ein Label, das heißt Für mehr Tierschutz. In der Einstiegsstufe erfüllt es schon mehr Kriterien für mehr Tierwohl und die Premiumstufe hat ein sehr hohes Tierschutzniveau. Aber auch Fleisch aus der Biohaltung oder ökologischen Haltung, Programme von Neuland oder Bioland, die liefern schon deutlich mehr Tierwohl. Damit sind wir leider schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich als Fleischesser werde auf jeden Fall das Thema weiter verfolgen. Vielen Dank, dass Sie zu Gast bei uns im Studio waren. Dankeschön.